Willkommen zurück zu Soma. Beim letzten Mal haben wir... Ja, wir sind hier irgendwo geflüchtet, hier durch diesen Lüftungsschacht, weil... Unser Transportboot ist ja irgendwie nicht so ganz einsatzbereit für uns. Wir haben hier jetzt hier einen Dummy gefunden, beziehungsweise ein Test von dem, was später dann die Ark ist. Ne, oder die Arche oder wie auch immer. Haben hier quasi einen leicht... defektes Gerät gefunden, auf dem wir schon mal die Ark simulieren können und haben hier Dateien hin und her geschoben, damit er vom Speicherplatz her reicht und sowas, was im Endeffekt dann einfacher war, als ich mir gedacht habe. Und ja, wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, halt einen Dummy hochzuladen, den Jared und sowas, das haben wir alles gelöscht. Von daher laden wir mal den Dummy hoch und gucken mal, wie das jetzt aussieht mit der Simulation. Geladenes Modul Sys Wmod Atmo Gedöns Weltzeit 000. Ressourcenzuteilung 100%. Wir können nur Simulation beginnen. Dann können wir jetzt noch Simulation anhalten, zurücksetzen. Hier können wir die Ressourcenzuteilung noch verändern. Gucken, ob er da zwischendurch irgendwie was anderes lädt, tut aber nicht. Ah, so kann ich es langsamer anhalten. Okay. Dann könnte ich dann irgendwo... Vielleicht beim Dummy oder sowas... Mal das anhalten. So, und dann Diagnoseprogramme ausführen. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. So now we know how to get on the Ark, right? Kind of. What? It's just I don't really know who you are. Maybe there's a way to plug you in, or maybe scan somehow. We need to figure this out before we leave. Mich scannen? Warum? Okay. Beziehungsweise, ich würde halt gerne nochmal ganz kurz die Simulation nochmal beginnen. Und dann warten hier auf die Soma-Gedöns. Ah, okay. Ja, gut. Gut, dann habe ich schon alles richtig gemacht am Anfang. So, was haben wir denn hier? Na gut, dann schauen wir mal. Ist wieder zu. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Ja, das geht. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Hey, wir haben weiblichen Körper. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind in a sound body. Jetzt ergibt alles Sinn. Nein, irgendwie nicht. Aber nun gut. Jetzt wissen wir zumindest, was wir sind. Ist halt nur irgendwie trotzdem alles sehr verwirrend. Ja, wir wollen halt immer noch nach Omicron.
Hier muss ich mein Omnitool schwenken. Machen wir auch. Was anderes kann ich auch gar nicht. Gut, dann nehmen wir mal Catherine wieder mit. Mit dem Omnitool. Now that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Ja, bin ja schon dabei. Den Prototype wollte ich gar nicht mitnehmen. So, komm. So, ich will da durch. Muss hier mal gescannt werden, ob ich okay bin. Okay, ich scheine okay zu sein. Jetzt haben wir wieder schöne Gänge. Noch ist ja alles beleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, wo ich unbedingt lang will. Lang soll. Alles, was wir wissen, ist, wir wollen nach Omikron. Weil dort gibt es ja einen Aufzug, der uns nach unten führt. Oh, hallo. Zentrale P. Stresky. Hier haben wir wieder eine Glasscheibe, die können wir theoretisch einschmeißen. Wer rastet hier denn so aus, ja? Omega Management, I. Pedersen, M. Serang und H. Wolcher und C. Chun. Also auch Catherine. Lager! Welcome to the Lager. Schon wieder diese halben Zombies. Ja, das ist wahrscheinlich sowas, was da auch im Keller rumlief. So eine Mutation einfach. So, immer wieder schön das Fäustchen irgendwo reinstecken. Und dann mal gucken. Hallo? Hallo? Ich bin gar nicht da. Geh doch einfach wieder. Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang gehen soll. Okay, ich bin zu langsam. Ich laufe hier. Ich drücke schon die Laufentaste. Bin dafür zu langsam. Okay, das war's. Ich bin tot. Wow. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass wir hier nicht alleine sind. Ich war mir auch nicht so ganz sicher. Schönen guten Tag. Und das hier für Pilze und Gedärme? Ist ja ekelhaft. Kann ich hier kaum was erkennen. Und selbst hier einfach nur so rumhumpelt. So, was haben wir denn hier? Elkas, 16. Januar 2104. Terry Elkas, Alter 66, Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus einem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lies mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse bei Lambda nachdenken, könnte es tatsächlich sein, dass die Vau irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des Menschli... Da hört es auf. Vanessa Hart, Alter 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg nur zu Prellung und zu Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, da sonst niemand zurückgekehrt ist. Catherine Chun, 37 Jahre, auch weiblich. Wie gewöhnlich ist Chun still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein. Strohmeier aber besteht auf einer weiteren Evakuierung. Chun ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermeiden werden kann. Sie kann generell Schwierigkeiten mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Ach, sie hat nicht, sie kann. Catherine Chun
hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufregen möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Ich höre das Monster im Hintergrund. Guy Conrad, 41, männlich. Conrad ist tot. Nach dem Arc-Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem Veremaser zu Brei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich einen Platz auf der Ark zu sichern. Na toll. Und ja, immer noch das Monster. Hallo? Gehen wir mal hier rein. Können wir die Tür zumachen? Sieht gut aus. Okay. Was haben wir hier denn Schönes? Nur irgend so ein Schrott? Irgend so ein komisches Gerät? Ein gekochtes Gehirn? Keine Ahnung. Und irgendwas eins anderes Ekliges. Gehen wir hier durch. Einmal hier rein. Bin leicht angespannt. Was haben wir denn hier? Strohmeier, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Worry, Alice. I'll be back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle. Be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the show. Okay. Oh, da lag irgendwas. Hat irgendwas geglänzt? Oh nein, das Monster ist in der Nähe. Akers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter, Shuttle nach Omikron. Checkliste. Ark-Projekt überleben. Personal am Selbstmord hindern. C und das Team losschicken. Personal beschützen und den Rest von Armageddon genießen. Und irgendwo da ist das Monster. Das Bild kriselt hin und wieder, wenn es halt in der Nähe ist. Ups. Ja, mach noch Krach. Was haben wir denn da? Tür für Regelung außer Kraft setzen. Schlüsselkontrolle, Sicherheitsmeldung. Alarm! Zentrale, 17.11.2103, beschädigt. Alarm! Beschädigt. Alarm, Maschinenhangar! Ein riesiges Strukturgeleck hat dazu geführt, dass die WAU die Kontrolle über das Dunbad übernommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine sprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Schlüsselkontrolle, kein Chip eingesetzt, Tür für Regelung. Aha. Hier. Systemfehler, Schlosssperre aktiv. Verbleibende Ressourcen 0%. Das heißt, ich müsste von einem anderen Raum das entfernen. Damit ich dann halt wiederum die Tür hier aufschließen kann. Die Frage ist halt nur, in welchen Raum sind wir und in welchen Raum wollen wir hin. Aber das müssen wir irgendwie noch herausfinden, weil ich war ja auch noch nicht in jedem Raum, ne? Ist auch gerade schon wieder schlimm hier mit dem Husten und meine Fresse. So, schauen wir nochmal, wo wir hier nochmal hinkommen. Also hier geht's nirgends hin. Und ich weiß nicht, wo das Monster ist. Ich weiß es leider gar nicht. Ich glaube, wir haben so viel Krach gemacht, dass wir jetzt das Monster auf uns gelenkt haben. Hallo.
mal hier rein. Was haben wir denn da? Da haben wir irgend so einen Projektor mit Zeug und Gedöns. Eine Diashow für Arme. Das sieht ja alles sehr lecker aus. Muss man ja doch sagen. Was ist das? Kann es auch nur so zur Hälfte erkennen, weil das Bild hier so verschwommen ist, weil wir schon einen auf den Dez gekriegt haben. Gut. Also, hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. So, wir hatten noch den einen Raum, wo der tote Typ drin sitzt. Wo wir noch eine Fensterscheibe einschlagen können. Diese ist es, glaube ich. Hier. Hallo? Ach ja, das ist ja wieder... Oh. Nutze auch wieder das Beste, was ich gerade finden konnte. Haben wir denn hier nicht irgendwo was Hartes? Das sieht doch gut aus. Och komm. Nicht irgendwo noch was hier, was wirklich groß ist, was schwer ist. Hier sowas vielleicht. Lass einfach mal da durch. Och komm. Was tropft hier eigentlich runter? Ich habe keine Ahnung. Und das Viech ist hinter mir her. Ich kann es hören. Und da waren wir auch noch nicht. Das ist, glaube ich, die versperrte Tür, ne? Stromer! Brand, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Right. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Ich habe mich gerade gewundert beim Monstergeräuschen, ob das jetzt hier in dem war, was wir gehört haben. Oder direkt hinter uns. Aber ich verkriege mich jetzt hier in meine Ecke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Zoma, wo wir dann versuchen, hier irgendwie weiterzukommen. Wir wissen ja schon so grob, was wir tun müssen. Wir müssen es nur noch in die Tat umsetzen. Und halt in den einen Raum mit der angeschlagenen Fensterscheibe würde ich ja gerne nochmal rein. Bevor wir das dann irgendwie die Türsteuerung umlegen und sowas. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.